Der Große spielt weiter im roten Trikot. Wladimir Lucic soll auch in den kommenden 3 Jahren beim FC Bayern auf Korbjagd gehen. Für den Forward sind es die Spielzeiten 7, 8 und 9 beim FC Bayern München. Ich freue mich schon sehr zu sehen, was die Zukunft beim FC Bayern München bringen wird. Ich schätze das Vertrauen und die Liebe, die mir der Verein gegeben hat, sehr. Also, ich freue mich auf die Herausforderungen, die noch kommen werden. Schon seit 6 Jahren gehört Lucha zum Team der Münchner. Der 2,04 Meter große serbische Nationalspieler entwickelte sich in dieser Zeit zu einem echten Erfolgsfaktor. Mit Lucic wurden die Bayern je 2-mal Meister und Pokalsieger und erreichten als erste deutsche Mannschaft das Viertelfinale der Euroleague. Ich glaube, er vereint 2 Dinge. Das eine ist, er ist ein exzellenter Basketballspieler, aber er ist auch eine Persönlichkeit, ein Leader, ein Führer. Das sieht man immer wieder. Er übernimmt Verantwortung, wenn er reinkommt. Er motiviert seine Mitspieler und bringt in der Regel auch die Leistung dann, die uns hilft, nochmal den letzten Schritt zu gehen und Spiele zu gewinnen. Das kann man schon sagen, dass er das Gesicht der Mannschaft ist. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass er sich mehr oder weniger hätte aussuchen können, wo er im Sommer hingeht, aber er hat sich für uns entschieden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. In der zurückliegenden Saison wurde Wladimir Lucic als erster Spieler eines Bundesliga-Clubs in das All-Euroleague First Team gewählt. Mit seinen 32 Jahren ist der Flügelspieler immer noch hungrig auf Siege und Triumphe. Wir wollen jetzt bei jedem Spiel mithalten können. Wir sind leider im deutschen Pokal schon ausgeschieden. Aber die Playoffs der Euroleague und die deutsche Meisterschaft sind jetzt unser großes Ziel. Die Vertragsverlängerung von Wladimir Lucic kommt pünktlich zu einem Jubiläum. Am Freitag bestreitet Lucic sein 150. Spiel in der Euroleague für den FC Bayern Basketball.